freuen uns tierisch auf das erste Lingner Indoor Street Food Festival unter hervorragenden Wetterbedingungen, denn wir haben Dach über dem Kopf. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir haben viel dafür getan, dass hier ein ganz buntes Potpourri an Street Food Trucks, an Street Foodlern zusammenkommt. Ob es vegetarisches, veganes Angebot ist, natürlich die Fleischesser, die mit ihren ganzen Burgern immer auf die Kosten kommen. Sollen. Wir haben eine Spätzleküche dabei, das ist mal ein bisschen was Neues. Der Wikingerspieß ist neu, also tolle, tolle Sachen. Wir runden das Ganze ab. Die Kinder sind Vollzeit beschäftigt, kann man sagen. Ja, wir haben eine tolle Bobby-Kart-Bahn aufgebaut. Wir haben ein kleines Karussell dabei, eine Hüpfburg. Die werden also bestens versorgt, während die Eltern sich dann hier in Ruhe umschauen können. Wir haben auch eine kleine Kinderbetreuung dabei, das heißt, die laufen nicht alleine hier herum. Wir nehmen 3 Euro Eintritt. Ich glaube, das ist ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was wir hier tun. Eine Menge Aufwand dafür, dass das hier eine runde Sache wird.